Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Willkommen zum Live-Review der Pimax Crystal und zwar zum Launch-Zeitpunkt. Ich habe euch schon viele Videos zur Pimax Crystal hier auf dem Kanal gezeigt, aber es gab noch kein Review. Es gibt immer Eindrücke zu verschiedensten Themen, aber so ein umfassendes Review gab es noch nicht. Das hier ist auch jetzt nicht das super finale Review, denn es funktionieren noch nicht alle Dinge hier bei der Pimax Crystal. Aber da das Gerät jetzt rausgeht, und zwar so, dachte ich, das ist ein super Zeitpunkt, um mal ein Review zum jetzigen Stand der Dinge der Pimax Crystal zu machen. Ja, das Ganze nenne ich Live-Review, weil ich das Ganze jetzt hier live aufzeichne. Es ist nicht live, aber es ist schon ziemlich live. Und ich nehme es auf, da ich Pausen rausschneiden werde und weil ich euch mal ein paar Dinge auch einblenden werde. Das könnte ich nicht machen, wenn ich das Ganze wirklich live tun würde. Ja, das Ganze wird hier aufgenommen in meinem MRTV-Hauptquartier und zwar in dem Bereich, wo ich wirklich die Dinge teste. Und deswegen auch hier nur die Webcam-Qualität und nicht die 4K-Studio-Qualität, die es im Raum nebenan gibt. Aber das ist nicht so wichtig. Das Wichtigste ist, dass ich euch hier wirklich alles zeige. Ich werde euch meine Meinung zum Gerät jetzt sagen, für wen sie gut ist, meiner Meinung nach, und für wen vielleicht nicht. Und ich werde euch das Ganze dann am Live-Test auch wirklich demonstrieren. Und das wird, denke ich mal, richtig spannend. Das Ganze wird vielleicht ein Stündchen dauern, denke ich mal. Also bleibt dran, schaut das ganze Video, denn genau damit geht's jetzt los. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr euch für die virtuelle Realität interessiert, dann abonniert diesen Kanal hier und klickt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Das wäre nämlich wirklich schade. Genau, so sieht's aus. So, jetzt geht's hier zur Pimax Crystal. Das hier ist das Flaggschiff-Headset von Pimax und das Ganze kostet so circa 1700 Euro, wenn es dann hier in Deutschland ankommt. Könnt ihr euch ja bestellen und zwar jetzt sofort. Link unten in der Beschreibung des Videos ist ein Affiliate-Link, aber ich werde euch das Ding nicht verkaufen, damit ihr diesen Affiliate-Link benutzt. Ich werde euch alle positiven und negativen Dinge dieser Brille berichten. Und wenn meine Videos euch dabei helfen, irgendein Headset zu kaufen, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr einen Affiliate-Link von mir benutzt. Und das ist so der MRTV-Deal. Genau, so sieht's aus. Ja, also, kommen wir zum Gerät. Kommen wir zu meinen Gedanken dazu. Ich kann es euch ganz kurz jetzt schon mal am Anfang zusammenfassen. Ich mag dieses Headset. Es ist nicht perfekt, nein, auf keinen Fall. Aber ich mag es jetzt schon sehr. Auch zu diesem Zeitpunkt hier, wo noch nicht alles funktioniert. Es ist meiner Meinung nach das Headset mit dem besten Bild, was ich jemals in VR gesehen habe. Das sieht super aus. Das sieht fantastisch aus. So wie, als ob ihr auf ein Hochglanzmagazin schauen würdet. Ja, also da ist nichts mehr mit einzelnen Pixeln, die man sehen kann. Nichts mehr mit Screen-Door-Effekt. Das ist einfach nur wow. Toll, tolle Farben. Es macht einfach Spaß. Für diejenigen von euch, die einfach das beste Bild haben wollen, hier ist es. Das ist euer Headset. FOV ist auch schön. 102 Grad horizontal, 102 Grad vertikal. Kommt so an die Index ran. Nicht ganz so, aber es ist ein schönes FOV. Größer als bei anderen Headsets. Größer als bei Quest 2, Quest Pro, Big Screen Beyond sowieso. Und das macht Spaß. Das macht auf jeden Fall Spaß. Schwächen hat es beim Tracking. Da ist das Inside-Out-Tracking nicht so gut wie bei Quest 2, Quest Pro und so weiter und so fort. Also, wenn ihr kompetitiv im Shooter spielen wollt, ja, nö, nicht unbedingt. Wenn ihr irgendwie Beat Saber spielen wollt, auch auf Highscores, nö, das geht mit den momentanen Controllern noch nicht so gut. Werde ich euch gleich zeigen, wie es aussieht. Dann lieber was anderes. Für Simmer, ja, absolut. Flugsims, Racing-Sims, alles, was man so im Sitzen machen kann, Kajak Mirage, ja, das ist einfach nur gut. Große Empfehlung auf jeden Fall und das macht auch Spaß. Aber auch sowas für sowas wie Alex sogar, ja, das geht auch. Sieht einfach nur total gut aus und ja, es geht hier um die Visuals. Es geht ums Bild. Das bekommt ihr hier auf jeden Fall super geliefert. Genau. Ja, und für alles dazwischen,
gibt es jetzt dieses Review, damit ihr mal richtig wisst, wie es aussieht hier mit dem Stand der Dinge der Pimax Crystal. Also, lasst uns anfangen. Gerät kostet 1.700 Euro ungefähr und so sieht es aus. Es ist definitiv ein größeres Gerät und auch ein nicht leichtes Gerät. Ja, ich habe es gemessen. Es wiegt 1,16 Kilo. Ja, also definitiv, das ist schon was. Aber ich muss euch auch sagen, es ist gar nicht so riesengroß. Ja, es ist natürlich größer als eine Big Swim Beyond. Aber wenn ihr das mal vergleicht mit einer 8KX, ja, da hat irgendwie keiner drüber gesprochen, dass es so ein Riesengerät ist. Und im direkten Vergleich, ja, im direkten Vergleich ist die 8KX sogar noch ein bisschen größer. Hier. Als die Crystal. Gucken, ob man das hier sehen kann. Ja, also sehr ähnlich aufgebaut. Und die 8KX ist sogar noch ein bisschen größer. Ne? Also von wegen, ich höre mal ab und zu von einigen, die Pimax nicht so wohlgesonnen sind. Ja, kann man auch teilweise verstehen, wegen deren Kommunikationspolitik und so weiter und so fort. Ja, dass das so ein Riesenklopper wäre. Aber es ist sogar ein bisschen kleiner als die 8KX. Jawohl. Wie sieht es aus mit dem, mit der Verarbeitungsqualität? Meiner Meinung nach ist es ein gut verarbeitetes Headset. Besser als die 8KX auch, ja. Aber es kommt noch nicht so dran an G2 oder Vario Aero. Ja, aber es ist auf jeden Fall solide. Ist okay, habe ich ja schon mal berichtet. Ne? Das gab es ja auch schon in meinen vorigen Videos. Genau. Ja, wie sieht es aus mit dem Tragekomfort? Meiner Meinung nach ist der gar nicht so schlecht. Ja, also es ist ein sehr ausbalanciertes Headset. Und wenn man es trägt, dann ist es nicht so, dass es irgendwie frontlastig wäre oder anderslastig. Es liegt einfach auf dem Kopf drauf. Und merkt man das Gewicht? Natürlich merkt man es, aber es ist auch jetzt nicht so erdrückend. Ja, es wiegt 1,16 Kilogramm und die Index, die ich auch gewogen habe, die wiegt so um die 800 Gramm. 800 Gramm gegen 1160 Gramm, okay, vielleicht eine Cola-Dose schwerer, das Gerät, aber da es wirklich sehr gut aufliegt und sehr gleichmäßig aufliegt, spürt man das nicht so stark. Also ich konnte in dem Gerät schon stundenlang drin sein, ich war auch schon mal 4 Stunden drin und danach, es war okay, also man kann sich definitiv dran gewöhnen. Genau, was man schon merkt, das ist ein großer Unterschied zu zum Beispiel so einer Big Swim Beyond, es gibt schon so eine Unwucht. Warte mal, ich setze das mal auf und ich mache mal das Mikrofon der Pimax Crystal an. So, genau. So, jetzt hört ihr auch mal das Mikrofon der Pimax Crystal. So hört sich das Mikrofon der Crystal an. Und ja, das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist ein sehr gutes Mikrofon. Also, das Ganze liegt sehr gut auf meinem Kopf, wird hier getragen von so einem Gummiband. Das Gummiband muss man halt ein bisschen stärker einstellen, damit es auch wirklich das Gewicht hält. Aber wenn man einmal die richtige Einstellung gefunden hat, dann hält auch dieses Gummiband das Gewicht der Crystal sehr gut auf dem Kopf. Ja, also es ist wirklich sehr schön ausbalanciert. Was ich gerade meinte mit Unwucht ist, wenn ihr jetzt wirklich schnell hin und her schauen müsst, dann merkt man schon, okay, es möchte sich gerne weiter bewegen, ja? Und dementsprechend, ja, für Spiele, wo man wirklich wie verrückt hin und her schauen muss, da wäre das für mich persönlich jetzt nichts. Genau, das kann man dazu sagen. Aber es ist nicht so verrückt. Ja, also wenn man dann in irgendwelchen Foren hört, ach, das ist lächerlich, man braucht eine ganz, ganz starke Nackenmuskulatur. Nein, das stimmt einfach nicht. Das ist nicht die Realität. Ja, es wiegt 1 Kilo, aber
es ist wirklich sehr gut ausgeglichen. Ja, so viel zum Komfort. Und ich war schon im Gerät für mehrere Stunden. Das geht. Und ja, das Padding hier, das Gesichtspolster, das ist auch, ja, das ist auch bequem. Das ist in Ordnung. Gut, das dazu. Dann geht's jetzt mal los mit meinem Review des, ja, des Bildes. Und das ist definitiv bei diesem Headset das große Merkmal. Ja, das ist wirklich total gut. Es ist fantastisch. Und dazu starte ich jetzt mal Kajak Mirage. Okay, und hier sind wir in Kajak Mirage. Ein wunderschönes Spiel. Das Wasser sieht toll aus, die Umgebungen sehen toll aus und es macht so Spaß in diesem Headset, weil das Bild so unglaublich klar ist. Es ist einfach nur so gut. Die Farben sind toll. Also sie sehen aus wie OLED-Farben. Ja, also die Farben sind fantastisch. Das ist echt ein tolles QLED-Display, beziehungsweise zwei tolle QLED-Displays. Und ja, lass uns mal was starten. Hier in Norwegen, Free Roam, am Tag. Einfach mal ein bisschen rumfahren und ich erzähle euch hier von meinen Eindrücken und warum ich der Meinung bin, dass das beste Bild in VR ist, was es momentan gibt. Ja, auf jeden Fall das, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ich habe schon sehr viele Bilder in VR gesehen, ihr wisst das, ne? Okay, kurz mal hier das Headset wieder kalibrieren. So. Und ja, das macht Spaß. Das ist genial. Das sieht einfach gut aus. Wir haben eine tolle Edge-Touch-Clarity. Die Linsen sind super. Ja, man sieht von Rand zu Rand alles scharf. Da gibt es keinen Abfall von der Bildqualität. Es ist einfach nur ein Träumchen. Das kann man nicht anders sagen. Also wer die virtuelle Realität einfach genießen möchte, wegen dem tollen Bild, das ist das richtige Headset für euch. Toll. Wie gesagt, FOV ist so 102 Grad horizontal, 102 Grad vertikal. Das ist so, ja, ein bisschen weniger als Index-Level für mich, aber es ist halt größer als bei anderen Headsets. Ja, wow. Wow, einfach nur gut. Ja, übrigens, ne, das Controller-Tracking bei so Spielen, bei so normalen Spielen, wo es nicht kompetitiv abgeht. Hier zum Beispiel. Kein Problem. Ja, da müsst ihr nicht auf das Lighthouse-Modul warten, was euch dann das perfekte Lighthouse-Tracking gibt. Aber wir werden das Tracking auch noch ganz genau hier in diesem Video behandeln. Aber das wollte ich euch nochmal ganz kurz sagen. Also wer Angst hat, dass das Tracking jetzt komplett nutzlos wäre, komplett Schrott wäre, nein, dem ist nicht so. Ja, was kann man dazu sagen hier zum Bild? Also Auflösung 2880x2880 Pixel pro Auge, sehr hoch. Ja, nochmal höher als bei der Big Screen Beyond. Die hat so ungefähr 2500x2500 Pixel pro Bild, pro Auge. Und das ist gut. Das ist richtig gut. Das Einzige, was mir ein bisschen auffällt hier, ist zum Rand, dass es da chromatische Aberrationen gibt. Hier in diesem Bild fällt mir das jetzt nicht so auf, aber gerade als ich im Menü war, da konnte man so am Rand, an den Kanten, hat so ein bisschen rötlich geschimmert. Und das sind chromatische Aberrationen. Die hat man leider mal bei Linsen ab und zu. Aber ich muss sagen, das kann man normalerweise per Software noch lösen. Und lustigerweise, bei früheren Firmwares war das nicht so ausgeprägt, wie es jetzt ist, komischerweise. Also ich denke mal, da können Sie auf jeden Fall noch was dran machen. Jetzt bei so einem Bild, wo man jetzt keine scharfen Kanten hat oder wo man kein Text hat, keinen schwarzen Text auf weißem Grund, da fällt das überhaupt nicht auf. Aber gerade im Menü habe ich es gesehen.
Ja, fantastisch. Einfach nur das beste Bild in VR. Punkt. So eindeutig. So eindeutig kann man das sagen. Sieht das besser aus als die Vario Aero vom Bild her, die ja auch bombastisch ist? Ja, ganz klar. Denn wir haben hier ein Bild, was noch einen größeren FOV hat und trotzdem genauso klar ist wie bei der Aero, vielleicht noch sogar noch einen Tick besser mit dem größeren FOV. Und wir haben keine komischen Verzerrungen am Rand, dieses Warping, was man leider bei der Aero hat. Ja? Und auch sonst haben wir keine Distortions, was man ja vorher bei Pimax Headsets schon hatte. Und wow, das ist super. Es ist super. Es ist richtig gut. Ja, jetzt hat man ja ab und zu mal bei YouTube und allgemein im Internet von einigen Leuten gehört, ach, die Linsen, die haben ja so schlimme Verzerrungen. Und dann gab es dann teilweise durch die Linse Videos, wo es komplett verzerrt aussah, das Bild. Und dazu kann ich nur Folgendes sagen. Das sind asphärische Glaslinsen. Und Linsen allgemein, die haben einen Job, nämlich verzerren tatsächlich, ja. Und zwar, ja, die leiten halt Lichtstrahlen anders um. Sie verzerren quasi die Lichtstrahlen. Und das machen auch, das machen alle Linsen und auch diese asphärischen Linsen machen das. Die Sache ist nur, es gibt hier einen Sweet Spot. Das habe ich auch schon in meinem ersten Chrisley-Video gesehen, einen neuen Sweet Spot. Und zwar ist es jetzt nicht ein Sweet Spot, wo es um die Klarheit geht, denn das ist bei diesen klaren asphärischen Linsen total gut gegeben, kein Problem. Wir haben einen neuen Sweet Spot und das nenne ich den Distortion Sweet Spot und den Verzerrungs Sweet Spot. Ja, und da, wenn ich jetzt das Headset bewege, ja, dann gibt es geometrische Verzerrungen. Aber wenn ich im Sweet Spot drin bin und den Sweet Spot kann ich gut finden, dann habe ich keine Verzerrungen. Und ich habe mal hier ein Durch-die-Linse-Video für euch vorbereitet, habt ihr vielleicht jetzt gerade gesehen, wo ich euch das zeige, dass es da eben keine Verzerrungen gibt. Und ich kann auch in diesem Sweet Spot gut bleiben, auch wenn ich den Kopf bewege, das passt. Und diesen Verzerrungs-Sweet Spot, den gibt es auch bei anderen asphärischen Linsen, zum Beispiel bei der PSVR1, die hat ja auch diese asphärischen Linsen. Und da zeige ich euch jetzt auch mal ein Durch-die-Linse-Video. Also, wenn man in diesem Sweet Spot drin ist, dann ist alles wunderbar, genau wie hier. Aber wenn man dann auch mal die Linse bewegt, dann seht ihr auch diese geometrischen Verformungen. Und das ist für asphärische Linsen normal. Aber im Sweet Spot, in dem ich jetzt drin bin, habt ihr keine Verzerrungen. Das wollte ich nochmal ganz klar deutlich machen. Und ja, dazu Stellung nehmen, wenn einige Leute sagen, oh, die Linsen sind so schlecht. Nein, die Linsen sind super. Ja, es sind super gute, klare Linsen mit einem super tollen, klaren Bild. Es macht echt Spaß. Also wirklich. Ja, also beste Bild hier bei der Pimax Crystal. Definitiv. So. Jetzt schauen wir uns mal kurz mal hier was anschauen. Aha, was gibt es denn noch hier? Antarktik, Free Roam, Sunset, genau. Dieses Level habe ich auch öfter mal gespielt. Da geht es um einen Sonnenuntergang und den habe ich in der Big Screen Beyond gespielt. Und ja, sah auch gut aus, klar. Aber jetzt sehe ich gleich nochmal den Unterschied. So, das ist erstmal wunderschön. Und einfach viel heller als die Big Screen Beyond. Ja, also das ist ein super schön helles Bild. Die Panels haben eine richtig gute Helligkeit. Und das steht auch anderen Headsets, wie der G2 zum Beispiel, in nichts nach. Und da ist die Big Screen Beyond schon anders. Die ist dunkler, auch noch hell genug, meiner Meinung nach, aber sie ist nicht so von der Strahlkraft
so gut hier wie die Pimax Crystal. Das strahlt richtig. Das macht schon Spaß. Also wir haben hier definitiv einfach ein schönes Panel und auch im Vergleich zur Big Screen Beyond echt ein besseres Bild. Wir haben einfach ein besseres Bild. Nochmal wegen der höheren Auflösung, wegen der besseren Edge-Edge Clarity und wegen dem helleren Bild. Und auch tollen Farben. Genau. Aber in ganz dunklen Szenen, ja in Nachtszenen, da ist die Big Screen Beyond schon besser. Denn wir haben hier zwar auch tolle Schwarzwerte und viel besser als in anderen Headsets, in anderen LCD-Panels, ne? Dank dem Local Dimming. Local Dimming heißt, wir haben eine Hintergrundbeleuchtung, die nicht nur einfach an und ausgeht, das ist die ganze Hintergrundbeleuchtung. Nein, wir haben hier dann eine gewisse Auflösung bei der Hintergrundbeleuchtung und man kann dann spezielle Dinge beleuchten. Und die Auflösung des Hintergrundpanels ist aber nicht so hoch wie die Auflösung des Displays und dementsprechend hat man teilweise Blooming, so ein Heiligenschein um helle Objekte im dunklen Hintergrund. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, sieht toll aus, sieht fantastisch aus. Einfach die besten Visuals, Hammer. Da möchte man gar nicht raus. Also wer sowas genießen möchte, einfach um wirklich einzutauchen in die virtuelle Realität, der seid ihr hier komplett richtig. Ja, lasst uns mal so ein Nachtlevel uns anschauen. Und zwar hier. So. Den habe ich auch in der Big Screen Beyond gemacht, den Nachtlevel. Und der sah da einfach toll aus. Es war so dunkel, aber einige Dinge, die eben hell sein sollten, wie zum Beispiel der Mond, waren perfekt hell. Also da hat so ein OLED, so ein Micro-OLED-Display einfach Vorteile. Ja, und man kann hier bei der Big Screen Beyond das aber auch einstellen mit dem Local Dimming, wie stark das sein soll. Ja, das funktioniert hier in diesem Level zum Beispiel nicht so gut. Ja, da sind einfach jetzt zu viele von diesen Hintergrundpanels an und das sieht eher so ein bisschen nebelig aus. Und deswegen in so einer dunklen Szene, in so einer sehr dunklen Szene, hat dann die Big Screen Beyond auf jeden Fall Vorteile. Aber kann man das trotzdem spielen? Ja, man kann es trotzdem spielen und man könnte auch tatsächlich noch tweaken im Menü. In der Software von der Pimax kann man zum Beispiel das ausschalten, das Local Dimming. Dann sieht es aus wie ein normaler LED-Panel. Und es gibt auch verschiedene Algorithmen, die man da benutzen kann für das Local Dimming. Und ja, also man kann es sich noch fein einstellen. Und bei Spielen, zum Beispiel Elite Dangerous, wo man teilweise wirklich viele Flächen hat, die ganz schwarz sind, dann ist das Schwarz perfekt. Also für alle von euch, die sowas lieben wie Star Wars Squadrons oder Elite Dangerous, das Headset werdet ihr lieben. Es sieht nämlich so gut aus. Es sieht fantastisch aus. Ja, also sie haben da sehr viel richtig gemacht. Sehr, sehr viel. Ja, bestes Bild in VR, fertig. Das ist einfach das, was ich euch dazu sagen möchte. Wenn ihr von der 8KX kommt, dann werdet ihr schon merken, okay, FOV ist definitiv kleiner. Aber es sieht einfach nochmal echt besser aus. Es sieht einfach nochmal so viel besser aus. Und das ist klasse. Ja, lasst uns zum nächsten Thema kommen. Oder habe ich alles besprochen, wenn es ums Bild ging? Ja, ich denke schon, also das macht Spaß. Und es sieht so gut aus hier und ich bin hier in Wirklichkeit... Oh, jetzt habe ich hier irgendwie... Jetzt geht es hier gerade runter mit dem mit der Performance. Ich habe hier was runtergesetzt schon. Komisch, dass... Ich bin schon irgendwie auf 75% nur hier bei der Auflösung, und das, weil ich hier eine 3080 habe. Ja, also da könnte
kann man noch viel mehr machen. Und das sieht jetzt schon so gut aus, ja. Also das Ding ist echt, es hat auf jeden Fall viel, viel Potenzial nach oben. Und was auch jetzt geht, ist Eye-Tracking und sogar nicht nur Fixed Forwarded Rendering, sondern auch dynamisches Forwarded Rendering. Das ist aber allerdings so neu, dass ich noch keine Zeit hatte, es auszutesten. Ja, das kommt mal in einem anderen Video. Deswegen geht das jetzt hier noch nicht in mein Review ein, aber das wurde testweise hier schon mal für mich freigeschaltet. Aber ich habe es jetzt noch nicht aktiviert. Ja, schön, schön. Also da gibt es noch viel, viel Raum, noch, dass das Headset sogar noch besser aussieht. Ja, dementsprechend, ja, beste Visuals hier bei der Pimax Crystal. So, und jetzt gehen wir mal hier raus und jetzt schauen wir uns mal das Tracking hier an. Ja, und jetzt schauen wir uns mal hier das Tracking an. Und zwar, ich denke mal, ihr seht jetzt, was ich sehe. Genau, hier sind die Controller. Wir haben Inside-Out-Tracking, das heißt, ihr braucht keine Basisstation kaufen. Und die Controller sind auch schon dabei. Es sind so, ja, Oculus Touch-Verschnitte. Und das ist auch in Ordnung. Die fühlen sich gut an, kein Problem. Wir haben sogar Finger-Tracking drauf. Und das passt. Fühlt sich alles in Ordnung an. Kann man aufladen mit USB-C. Ja, das Tracking, das ist leider eine Schwäche des Gerätes. Sie haben es dann noch nicht geschafft, aufzuschließen auf Quest 2 und Pico 4 und DPVR E4 sogar. Ne? Und ich hoffe, das tun sie aber noch. Ich habe es, ihr habt es gerade gesehen, in Kayak Mirage konnte ich ohne Probleme das alles bedienen. Und ja, es ist auch in Ordnung, würde ich sagen, ja. Aber wie ich schon erwähnte am Anfang des Videos, für Beat Saber Expert Plus würde ich es nicht nehmen wollen. Oder wenn ihr kompetitiv irgendwelche First-Person-Shooter spielen wollt. Ich denke mal, da gibt es auch teilweise dann Frustmomente. Ja, lasst uns das mal gemeinsam hier austesten. Hier sieht man jetzt gut die Controller. Wenn ich zurückgehe, dann verwandeln die sich so in diese Hände, was nicht so toll ist. Deswegen mache ich das lieber mal so. Und ja, gut. Deswegen seht ihr jetzt hier diesen Hintergrundbereich. Ja, also ihr seht schon so, es ist in Ordnung. Ja, also es ist jetzt nicht unbenutzbar. Wie ihr seht, ja. Es geht also, aber es hat Schwächen. Ja, lass uns mal probieren. Und zwar, wie sieht's aus mit Okklusion? So. Ja, jetzt geht's dir sogar. Also, ich habe schlechte Erinnerungen, ehrlich gesagt. Aber hier, oh, jetzt, seht ihr den da vorne? Den Controller, der macht, was er möchte. Hier. Ne, und ich denke mal, wenn ihr dann irgendwie, beim First-Person-Shooter, ja, hier, jetzt guckt euch das an, hier vorne, genau. Ja, das ist einfach noch nicht so gut. Gerade beim First-Person-Shooter, wenn ihr dann hier den Killshot habt und vorne, das bewegt sich die ganze Zeit, das macht dann keinen Spaß. Ja, also das kann man in dem Moment dann leider nicht empfehlen für sowas. Da ist das Tracking noch nicht gut genug. Ich muss dazu auch sagen, Inside-Out-Tracking ist ein gelöstes Problem. Ja, und das ist hier auch das Inside-Out-Tracking, was von Qualcomm geliefert wird und was dann die einzelnen Firmen, andere Firmen auch, DPVR oder nee, nicht DPVR, E4, andere Firmen dann schon verbessert haben, Pico und so. Ja, das ist ein gelöstes Problem, deswegen ich hoffe, dass Pimax das noch hinbekommt. Weil so ist es einfach nicht gut genug.
guck mal hier, ne? Da werdet ihr Probleme haben. Das ist in dem Moment nicht so schön. Also, ja, für Shooter ist es dann sehr frustrierend und für Beat Saber Expert Plus auch, sowas würde ich sagen, nein. Aber wenn ihr sowas spielt wie, ja, Kayak Mirage oder auch Half-Life Alyx, kann ich euch gleich mal zeigen, oder sogar Tischtennis, das geht. Ja, also solche Sachen hier, ja, das wird gut getrackt. Aber dann sowas hier, dann nicht mehr. Oder hier sowas, alles, was so mit Zeigen zusammenhängt. Mit diesem Laser. Da hat es absolut Probleme. Und das ist schade. Ja, für alle von euch, die genau so ein Tracking brauchen, erstmal könnte man natürlich darauf hoffen, dass es noch besser wird. Und ja, die Hoffnung ist da. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Oder ihr müsst eben auf das Lighthouse-Modul warten. Das soll es im August geben. Da kann man das hier vorne, diesen Bereich hier vorne, kann man austauschen gegen ein Lighthouse-Modul. Und dann hat man ein ganz normales Lighthouse-Tracking und ihr könnt eure Index-Controller benutzen oder HTC-Controller. Und dann hat das Problem nicht mehr. Ja gut, aber ich zeige euch mal, dass ihr trotzdem auch so normale Spiele wie Tischtennis schon spielen könnt. Ja, das geht also. Das ist möglich, nur mit diesem Zeigen. Da gibt es, wie gesagt, Probleme. So, und ich bleibe auch mal ganz entspannt sitzen hier und spiele einfach mal ein bisschen. Ja, da habe ich jetzt sofort... Es war keine gute Idee, sitzen zu bleiben, aber egal, es ist okay. Ich möchte euch nur mal zeigen, so, ja, ihr könnt also tatsächlich mit dem Tracking auch Tischtennis spielen. Und ja, also für solche Sachen, da ist das Tracking okay. Ja, wenn ihr mich im Stehen Tischtennis spielen sehen wollt, mit dem Tracking könnt ihr gerne auch mein englisches Review-Video euch anschauen. Da stehe ich und da spiele ich ein bisschen kompetitiver. Ja, ne? Also, für solche Sachen ist das Tracking in Ordnung. Und das ist, denke ich mal, vielleicht auch eine wichtige Information. Ja, vielleicht wollt ihr ja gar keine... First-Person-Shooter spielen. Ja, vielleicht wollt ihr ja nur Tischtennis spielen. Oder nur Kayak Mirage spielen. Dafür ist das Controller-Tracking in Ordnung. Ja, denke mal, das hat gereicht, ja? Okay, dann gehen wir hier raus. So, als nächstes sind wir hier in Half-Life Alyx. Und es sieht einfach nur unglaublich gut aus. Es ist echt ein Traum. Also wenn ihr Half-Life Alyx in der schönsten Art und Weise spielen wollt, ja, hier haben wir es. Und Alyx ist auch so ein Spiel, die haben sehr schöne Texturen. Das kann man richtig schön benutzen dann, ja. Diese tolle Grafikpracht. Ja, das ist gut. Ja, und ihr seht schon, man kann auch mit diesen Controllern so ein Spiel wie Alyx auch spielen. Oh, die Taube, die ist aber ganz schön widerstandsfähig. Genau. Ja, ich wollte einfach mal hier reingucken und schauen, wie es sich alles so spielt. Hier. Das Half-Life Alyx. Und, oh ja, schön wieder hier zu sein. Schön, mal wieder hier zu sein. Es ist toll, wie man alles so berühren kann. Ach, immer wieder schön. Also das ist ein Spiel, das solltet ihr auf jeden Fall spielen. Oh ja. Wow. Okay, hier lang nicht. Okay. Die Tauben sind schon nicht mehr so widerstandsfähig. Grab the ladder. Und jetzt geht's hier hoch. Jawohl.
Wow, ja. Das sieht gut aus. Und nochmal, ja, es sieht besser aus als in der Big Screen Beyond. Und kann man das mit dem Controller-Tracking spielen? Ja, das geht. Es ist nicht so, dass man die ganze Zeit jetzt irgendwie durch Kim und Korn hier bei dem Spiel schießen würde, ganz und gar nicht. Man hat dann später im Spiel so Waffen, die man mit einer Hand bedient, das ist okay. Also, wenn ihr euch jetzt Gedanken macht, okay, kann man das Spiel spielen? Hier, ja. Absolut. Kann man hier so einen Knopf drücken? Ja. Wow. Nein. Ich wohne hier doch nur da. Es sieht so gut aus. Es sieht so gut aus. Ja. Also, einfach nur, ja. Ja. Es macht Spaß. Und man kann es machen. Also, wir reden hier immer noch übers Tracking, ne? Das geht. Auf jeden Fall. Ja, gut. Ich denke mal, dass wir damit dann auch das Tracking abgeschlossen haben. Also nochmal, es ist nicht so gut wie bei Quest 2, Quest Pro, Pico 4, allen. Ja. Aber das Problem, was die haben, ist irgendwie das Zeigen. Und Okklusion, ja. Also, wenn ihr Spiele spielt, wo man viel durch Kim und Korn zielt, das ist nicht die Stärke dieses Headsets. Okay. Ich denke mal, das hätten wir dann auch geklärt. Genau. Gut. So, einen habe ich aber noch für euch. Auch fürs Tracking nochmal. Und zwar In Death. Da wollte ich einfach mal schauen, wie gut kann man denn hier Fall- und Bogenspiel mit dem Tracking. Geht das oder muss man da auch lieber warten, dass das nochmal besser wird oder aufs Lighthouse-Modul? Also lass uns mal versuchen, wie gut das hier geht. Denn das ist schon ein Spiel, was ich persönlich sehr gut finde. Also, ja, es ist schon. Okay, es geht zwar, aber. Ja, okay. Ja, lass mal ein bisschen weiterspielen. Oh. Okay. Ja, es geht schon, also man kann schon damit auch spielen, aber es fühlt sich nicht so gut an wie bei anderen. Ja, ich habe das Spiel also schon definitiv besser gespielt mit anderen Tracking, aber es ist jetzt nicht unmöglich. Na, ja gut, das war auch noch mal wichtig. Oh. Ah. Warum bin ich denn auf einmal so klein hier? Ja gut. Aber hier, guck mal, da zittert es jetzt doch sehr. Also es ist nicht super. Nee, es ist nicht gut. Nee, nee. Also nein, nein. Das ist kein gutes Tracking. Okay, und hier sind wir jetzt in Microsoft Flight Simulator. Und ja, ich denke mal, viele von euch interessieren sich für die Pimax Crystal, weil sie Microsoft Flight Simulator
spielen wollen. Und das macht Sinn, denn das ist es einfach. Das ist die beste Art und Weise, Microsoft Flight Simulator zu spielen. Es ist ein Traum. Es ist das beste Bild, was es in VR gibt. Und was schön ist, man kann hier wirklich gute FPS-Zahlen rausbekommen. Der Grund dafür ist, dass es hier eine eigene OpenXR Runtime gibt. Pimax OpenXR Runtime. Und die ist super auf diese Pimax Headsets optimiert. Das dann in Zusammenspiel mit OpenXR Toolkit und ihr bekommt sogar mit einer 3080. Ich spiele jetzt hier auf einer 3080 Paris. Ein super, ja, kompliziertes Level, ja? Bekomme ich hier gute FPS? Und ja, 60 FPS zu bekommen hier in dem Level, das ist gut, tatsächlich für dieses Spiel. Ne, wenn ihr euch mit Microsoft Flight Simulator auskennt, dann wisst ihr das. Und ja, ne, also es hat einfach Vorteile, auch gegenüber einer Big Screen Beyond. Die hat eben keine Runtime, die speziell dafür gemacht worden ist, fürs Gerät. Und dementsprechend bekommt man nicht diese schönen FPS-Zahlen. Es ist super. Es ist absolut faszinierend. Wow. Ja, ich habe euch das schon gezeigt und ich habe euch auch schon durch die Linse Videos gezeigt. Guckt euch das vielleicht nochmal an. Meine durch die Linse Videos von Microsoft Flight Simulator hier in der Crystal. Und dann werdet ihr verstehen, warum ich das so toll finde. Einfach nur, ja, fotorealistisch schon. Und was cool ist, demnächst auch mit Dynamic Forwarded Rendering. Ja, das muss nochmal extra hier für OpenXR gemacht werden. Und da sind sie jetzt dran. Das heißt, in nicht allzu ferner Zukunft könnt ihr sogar noch mehr FPS rausbekommen. Vielleicht nochmal 30% mehr, wenn Dynamic Forwarded Rendering eingeschaltet ist. Dynamic Forwarded Rendering, nochmal für alle, für die das neu ist. Kurz hier durch den Eiffelturm durchfliegen. Ja, immer wieder gut. Also in echt würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ja, und zwar Dynamic Forwarded Rendering. Durch das Eye-Tracking wissen die, wo man hinguckt. Und dann wird nur der Bereich, wo man hinguckt, wirklich scharf gestellt. Und die anderen Bereiche müssen nicht mehr voll gerendert werden. Und dann gewinnt man nochmal mehr Performance. Nochmal, für alle, die Flight Simming haben wollen, die für alle Simmer da draußen, ja, auch für Sim Racer, das hier ist momentan meine absolute Empfehlung. Das sieht einfach so gut aus. Ja, und man bekommt sogar noch mehr FPS raus, eben dank Pimax XR Umgebung und OpenXR Toolkit. Einfach nur genial. Wow. Ja, ihr werdet Spaß haben. Also, als Simmer, ihr seid Simmer, ich kann euch das Gerät jetzt, genau in diesem Moment, schon empfehlen. Ja? Auch wenn andere Dinge noch nicht perfekt funktionieren oder noch gar nicht eingeschaltet sind, zum Beispiel Standalone-Modus, ne? Ist egal. Ihr wollt PCVR spielen. Das ist der Punkt. Und das geht hier eben richtig gut. Wow. Ja, ich könnte hier stundenlang nur über Paris fliegen. Und ich bin echt gespannt. Ich habe demnächst hier einen 4090-Rechner. Eine Leihgabe von Bestware. Vielen Dank jetzt schon mal an Bestware. Und dann bin ich gespannt, was ich hier aus Microsoft Flight Simulator rausholen kann. Und ich denke, es wird wunderbar. Also nochmal meine uneingeschränkte Empfehlung für Flugsimmer und auch für Race
für Racer, für Sim Racer. Das habe ich auch schon in mehreren Videos euch gezeigt, wie gut das hier funktioniert. Ja, Hammer. Die Software sprechen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit der Kompatibilität mit den Spielen? Wie sieht's aus mit der Einrichtung? Wie sieht die Software allgemein aus? Und da gibt's ja auch sehr viele Geschichten, sehr viele lustige Geschichten über Pimax, ja? Wie man sich da die ganzen Headsets immer gebrickt hat, wenn man die updaten wollte und wie kompliziert die ganze Software ist und all sowas. Und da muss ich euch sagen, die haben sich tatsächlich gebessert. Es ist wirklich besser geworden. Und bei mir hat die Einrichtung der Crystal sofort funktioniert. Also ohne Probleme, da wurde nichts gebrickt und ich musste auch die Firmware updaten beim ersten Mal benutzen und es hat funktioniert. Ja, das ging. Hat zwar bei ungefähr 95% mal angehalten für eine Minute, ohne dass man wusste, was los ist, aber es hat dann trotzdem funktioniert. Man musste einfach nur warten. Genau, also lasst uns mal die Software gemeinsam anschauen. Und so sieht das Ganze aus. Also, das ist ganz übersichtlich, das ist ganz nett gemacht. Lass uns mal hier anfangen von oben nach unten. Store, das ist hier so ein kleiner Shop, da kann man dann Spiele kaufen. Macht keiner natürlich, ne, weil wir natürlich alle unsere Spiele bei Steam kaufen. Aber wenn dann irgendwann mal der Standalone-Modus kommt, dann werden wir hier Virtual Desktop kaufen, um das Ganze kabellos, um die ganzen PC-VR-Spiele kabellos zu spielen. Also gut, dass es den Store gibt für Virtual Desktop später. Ja, My Assets. Das sind meine Spiele, die ich auf meiner Festplatte habe. Und die kann ich alle schön hier starten. Und zwar nicht nur meine SteamVR-Spiele, auch meine Spiele von Viveport und auch meine Spiele sogar vom Oculus Rift Store. Denn ja, auch die Rift-Spiele kann man hier spielen. Und zwar ohne, dass man irgendwie eine Extra-Software braucht. Das finde ich gut. Ja, nochmal, ihr könnt eure Oculus Rift-Spiele hier mit der Pimax spielen, ohne dass ihr Revive benötigt. Also das ist tatsächlich übersichtlich und gut gemacht. Ja, My Account, das ist euer Account, wo ihr euer Passwort ändern könnt, zeige ich euch nicht. My Wallet, wenn ihr irgendwann mal einen Key bekommt von Pimax, dann könnt ihr den hier einlösen und bekommt ein Spiel umsonst. Settings, könnt ihr eure Sprache einrichten, Englisch und Chinesisch. Ich nehme mal Englisch lieber. Und ja, vielleicht kommt dann mal irgendwann Deutsch, aber es ist tatsächlich nicht so kompliziert alles. Das solltet ihr schaffen. Help. Da könnt ihr dann zur offiziellen Webseite, könnt Support hier anfragen, Feedback geben. Es ist wirklich übersichtlich. Das Wichtigste hier natürlich, Pimax Crystal. So, hier ist sie und hier seht ihr dann eure Controller. Die sind jetzt hier im Schlafmodus, sollten jetzt aufwachen, wenn ich sie hier nehme. Nee, machen sie aber nicht. Muss wahrscheinlich, das ganze Gerät ist gerade im Schlafmodus. Naja, aber es funktioniert tatsächlich so, wie man sich alles vorstellt. Ja, hier gibt es so eine kleine Guidance, wie das Ganze funktioniert. Kann man dann hier öffnen. Also so eine Anleitung. Es gibt auch eine Anleitung allgemein, wenn ihr das Gerät bekommt. Habt ihr in meinem Unboxing-Video gesehen. Hier startet ihr SteamVR. Und das ist eigentlich der einzige Knopf, den ihr wirklich benötigt. Und dann startet SteamVR ganz normal. Und ihr könnt eure SteamVR-Spiele spielen. Und ja, dazu vielleicht mal was zur Kompatibilität. Ich habe tatsächlich absolut keine Probleme gehabt. Bei keinem Spiel bis jetzt. Ich konnte alle meine SteamVR-Spiele, die ich bis jetzt hier getestet habe, ohne Probleme starten und spielen. Also das ist wirklich gut. Und ja, es ist nicht kompliziert. Es ist wirklich nicht kompliziert. Room Settings, das ist das Room Setup. Das kann man einmal machen. Und ja, dann richtet man ein, wo ist der Mittelpunkt eures Raumes und ja, wo ist Null beim Raum, also wo ist der Boden, und das ist nicht so kompliziert. Aber ich muss dazu sagen, da hatte ich ein paar Mal Probleme, dass die Raumhöhe nicht mehr korrekt war, nachdem ich neu gestartet habe. Ja, also das ist was noch nicht perfekt funktioniert. Dann muss man nochmal das Room Setting machen, das geht auch sehr schnell. Ja, ich kann es euch ja mal kurz zeigen hier. Okay, Room Settings, Start Setup. So, Tracking, leg's auf den Boden.
Ich habe die jetzt auf dem Boden liegen. Next. Dann Calibrate Center. Legt es in die Mitte. Drückt auf Calibrate Center. So. Drückt auf Next. Dann liegt sie auf dem Boden. Ihr gebt 0 cm an. Calibrate Floor. Next. Das war's. Das ist das Setup. So einfach ist es. Genau. Dann macht man das nochmal. Und dann hat man wieder die richtige Höhe. Aber wie gesagt, ich hatte es ein paar Mal, dass die Höhe nicht mehr korrekt eingestellt war. Das müssen sie noch verbessern. Ja, Set Pair, da kann man die Controller neu verbinden mit dem Headset. Das war bei mir schon richtig eingestellt, das passte. Man kann das Headset restarten, man kann die Software restarten und hier Device Settings. Da kann man einige Dinge einstellen. 120 Hertz Modus könnte man machen, aber mache ich nicht, weil ich mit meiner 3080 da beim 90 Hertz Modus zufrieden bin. Man kann die Intensität des Hintergrundlichtes einstellen. Hier, ich habe jetzt in dieser Version sogar Eye-Tracking an. Mit Auto-IPD-Adjustment kann man einfach einstellen. Cool. Ja, man kann auch das IPD manuell einstellen hier. Ja, das ist also wirklich in Ordnung. Dann für die Spiele kann man die Renderqualität einstellen. Das Fixed Forwarded Rendering kann man einstellen. Also, man kann hier einiges einstellen, was man bei anderen Headsets nicht einstellen kann. Aber wenn man das nicht möchte, muss man sich das niemals angucken. Naja, das ist auch ganz gut. Ja. Also, es ist wirklich vollkommen in Ordnung. Und was ich auch gut finde, wenn eure Augen vielleicht jetzt nicht ganz perfekt ja, gleichmäßig sein sollten, ja, also keine Ahnung. Ihr habt nicht das perfekt symmetrische Gesicht. Kann vorkommen. Ist auch bei mir so, ja. Dann könnt ihr wirklich nochmal so ein Offset einstellen und das anpassen an eure tatsächliche Augenposition. Das finde ich auch gut, dass man hier die Möglichkeit hat. Und allgemein muss ich sagen, zur Optik von dem Headset, ja, das ist viel besser als damals bei den anderen, bei den alten, bei 8KX, bei 5K Plus und so weiter und so fort. Da gab es ja auf jeden Fall Leute, die mit der Optik nicht zurechtkamen. Dass man das Gefühl hatte, man muss ein bisschen schielen, irgendwas stimmte nicht, das war einfach nicht perfekt. Jetzt hier, bei der Crystal, ist das gar nicht mehr so. Das ist wirklich gut. Das ist genauso, wie wenn man sich eine Index aufsetzt oder eine Quest 2. Ihr werdet keine Probleme haben mit der Optik. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass das Pimax-Headset sein wird, was sich am besten verkaufen wird, weil es einfach meiner Meinung nach am besten ist. Ich finde es gut, dass sie nicht das riesige FOV genommen haben und dafür diese Probleme mit der Optik haben. Jetzt normale Optik wie Index, es ist super, macht Spaß und ja, funktioniert einfach. Also definitiv richtig gut. Ja, wenn man hier Steuerung Q drückt, gibt es noch ein Geheimmenü. Da kann man Local Dimming ausstellen. Ich hatte es jetzt auf Extreme. Vielleicht Balance ist vielleicht besser. Und ja, Motion Compensation kann man einstellen für die Simmer unter euch. Aber hier noch nicht, non. Aber das wird es bestimmt auch mal geben. Und ja, Reset View. Ja, gut. Also die Software funktioniert gut. Ich kann euch sagen, auf meiner 3080, mit der 3080 habe ich absolut keine Probleme. Ich weiß nicht, wie es bei anderen GPUs aussieht. Ich werde es demnächst mit der 4090 testen. Und dann werde ich euch weiter davon berichten. Ich habe hier mit meiner 3080 keine Probleme und kann alle Spiele schön spielen. Ja, und auch, ich habe es runtergesetzt, mein Super Sampling auf 75% und es sieht immer noch fantastisch aus. Genau. Ja, lasst mich was zur Batterie erzählen. Also, ja, auch im PCVR-Modus wird das ganze Gerät durch die Batterie gespeist. Ja, denkt man sich zuerst, hey, was soll der Scheiß? Ist es doch da am Computer angeschlossen? Warum das Ganze? Und ja, ich weiß, da machen sich Leute drüber lustig und da gibt es auch teilweise viel Hate im Internet. So ist das Internet halt. Aber es gibt auch einen Grund dafür. Und der Grund ist, das Gerät ist eben auch ein Standalone-Headset mit dem XR2-Chipsatz
Und eine Regel von Qualcomm ist, man darf den XZ2-Chipsatz nur über Batterie laufen lassen. Und deswegen dürfen die auch gar nicht das anders machen. Und dementsprechend ist das schon verständlich. Wie sieht es aus mit der Batterie? Lass mich mal kurz hier wieder auf die Einstellung gehen. So, die Batterie ist hier hinten drin. Ja, man kann sie hier einfach rausnehmen und gegen eine andere Batterie austauschen. Ihr bekommt zwei Batterien. Die sind dabei im Lieferumfang. Das heißt, eine Batterie kann aufgeladen werden, Aufladegerät ist auch dabei und die andere Batterie ist halt drin. Das hält 6 Stunden. Das heißt, wenn ihr nicht länger als 6 Stunden spielen wollt, habt ihr kein Problem. Wenn ihr länger als 6 Stunden spielen wollt, dann, wenn ihr an das Ende der 6 Stunden kommt, dann seht ihr was aufpoppen, steht drauf, okay, jetzt wäre es vielleicht mal Zeit, die Batterie zu wechseln. Und dann könnt ihr das machen, und zwar im Hot-Swap-Verfahren. Ihr müsst es auch nicht mehr ausschalten, ihr holt es raus, habt da ein bisschen Zeit und könnt die neue Batterie reintun. Dauert vielleicht 10 Sekunden und dann könnt ihr nochmal 6 Stunden spielen. Das dazu. Ne? Wenn ihr das Gerät ausschaltet und wenn ihr nicht mehr spielt, wird die Batterie geladen. Und dementsprechend, ich muss niemals die Batterie wechseln. Ich spiele nicht länger als 6 Stunden. Dann mache ich es aus, Batterie wird geladen und am nächsten Tag habe ich wieder eine volle Batterie. Also ich persönlich habe damit keine Probleme. Wenn ihr allerdings zu den Leuten gehört, die wirklich 10 Stunden am Stück spielen und wirklich die ganze Zeit in VR sein wollen, dann ist es ein Problem. Aber so für Leute, wie gesagt, die unter 6 Stunden spielen, sehe ich kein Problem. Ja, und ich denke mal, das war auch wichtig, euch zu berichten. Ja, ich denke mal, wir sind eigentlich so durch. Wie gesagt, das ist meine absolute Empfehlung für alle Simmer, das beste Bild da draußen. Es ist auch eine Empfehlung für alle von euch, die andere Spiele spielen, die man im Sitzen spielt. Elite Dangerous, Kajak Mirage, Sim Racer und so weiter und so fort. Denn bestes Bild, absolut bestes Bild. Komfort ist okay, muss ich sagen. Natürlich ist es ein bisschen schwer, aber ja, es geht aber. Es ist kein Headset, wo man sagt, oh, es ist das unbequem. Nein, das auf keinen Fall. Audio. Ich habe das Audio noch gar nicht besprochen. Oh Mann. Ja, das ist tatsächlich gut. Das hier ist das D-Maß. Und wenn ihr euch das Gerät noch vor dem 30. Juni bestellt, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, dann bekommt ihr die D-Maß hier umsonst. Das solltet ihr tun. Ja, also wenn ihr euch das Gerät kaufen wollt, macht's jetzt und holt euch das. Ihr bekommt die D-Maß umsonst dazu. Jetzt noch. Wenn ihr es nicht macht, wenn ihr nach dem 30. Juni bestellt, dann bekommt ihr die nicht mehr. Dann bekommt ihr so andere Lautsprecher. Die sind so ähnlich wie die von der Pico Neo 3 Link. So ungefähr hören die sich an. Die D-Maß. Ja, das sind hier so wirklich schöne Over-Ear-Kopfhörer, so wie bei der Reverb G2 und bei der Index. Und der Sound ist tatsächlich genauso gut. Also es ist fantastisch. Ich bin großer Fan von diesem Audio. Ja, also D-Maß, meiner Meinung nach, sollte sofort schon dabei sein, ne? Denn es ist wirklich toll. Es ist echt das bessere Audio. Holt euch das. Und wie gesagt, vor dem 30. Juni ist es noch umsonst dabei. Mikrofon habt ihr jetzt die ganze Zeit selbst gehört. Das ist jetzt ein anderes Mikrofon, aber gerade, ne, habt ihr die ganze Zeit das Mikrofon gehört. Das Original-Mikro ist gut. Also audiotechnisch ist es toll, visuell ist es toll, super Linsen, ne, diese klaren asphärischen Linsen, fantastisch. Sie sind austauschbar. Das heißt, es kann gut sein, dass es in Zukunft sogar noch Linsen gibt mit einem breiteren FOV. Ne, das ist etwas, was Pimax, an was Pimax jetzt arbeitet. Und wollen wir mal schauen. Also es gibt da tatsächlich noch Optionen. Mir reichen die. Ich finde es total gut mit dem Index FOV und einfach mit der unglaublichen Schärfe, mit dem besten Bild in VR. Ja, IPD-Adjustment geht per Motor. Ja, das kann man hier einstellen. Das ist sehr schön. Ja, das ist richtig gut.
Und über Eye-Tracking halt auch automatisch, dass das IPD richtig eingestellt wird für euch. Oder wenn es dann einen Kollegen gibt, dann wird es richtig eingestellt. Das ist gut. Augentracking ist seit gestern hier drin. Habe ich aber noch nicht wirklich ausgetestet. Kann ich noch nicht viel zu sagen. Aber es ist zukunftssicher. Es ist einfach zukunftssicher, ne, mit dem dynamischen Forward Rendering, was passieren kann. Richtig gut. Und selbst das Tracking, was jetzt noch nicht so gut ist, das kann auch noch besser werden. Also es gibt noch Hoffnung. Aber wenn ihr das perfekte Tracking braucht, jetzt so ist es noch nicht so gut. Im August gibt es hier eine andere Faceplate. Dann könnt ihr daraus ein Lighthouse-Headset machen und dann könnt ihr das beste Tracking benutzen. Also ich mag dieses Headset sehr. Es ist mein Headset der Wahl für alle Games, wo ich einfach die beste Grafik sehen möchte, wo ich das beste Bild sehen möchte. Jo, ich denke, ich bin durch. Ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Ja, schön. Genau, das ist der Stand jetzt am 23. Juni 2023. Und wenn ihr euch das Gerät jetzt bestellt, dann sollte es innerhalb von 6 bis 7 Wochen bei euch sein, habe ich bei Pimax angefragt. Also die erhöhen die Effizienz beim Produzieren dieses Headsets und produzieren tatsächlich täglich immer mehr Headsets. Das ist gut. Wie gesagt, wenn ihr es euch bestellen wollt, natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr es über den MRTV Affiliate-Link macht. Der ist unten unter dem Video. Dann bekommt ihr nochmal $20 Rabatt. Und wenn ihr vor dem 30. bestellt, bekommt ihr das D-Mass, diese Kopfhörer. Genau, so sieht's aus. Die schnellste Art und Weise, das zu bekommen, ist tatsächlich, wenn man bei Pimax bestellt. Natürlich könnt ihr auch warten, bis es irgendwann mal bei einem deutschen Reseller auftaucht. Das ist auch gut natürlich, aber das wird länger dauern, als wenn ihr es jetzt bestellt. Genau. Jo, ansonsten, ich denke, das war es tatsächlich. Wenn ihr Fragen zum Gerät habt, dann stellt eure Fragen unten in den Kommentarbereich oder noch besser, chattet mit mir und der MRTV-Community. Und zwar auf dem MRTV-Discord-Server. Der Link unten in der Beschreibung dieses Videos. Und da bin ich, da ist die MRTV-Community. Wir unterhalten uns täglich über die Crystal und über das, was neu ist. Und ja, das ist die beste Pimax, die es tatsächlich jemals gegeben hat. Und sie hat noch sehr viel Potenzial nach oben. Ich freue mich drauf, das mit der 4090 zu testen. Ich freue mich drauf, Eye-Tracking zu testen demnächst und Dynamic Forward Rendering. Ihr werdet alles auf MRTV erfahren. Also wenn ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben solltet, dann tut's jetzt auf jeden Fall und drückt aufs Glockensymbol, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Jo, das war's für dieses Live-Review der Pimax Crystal zum Launch. Und ich werde euch definitiv noch mehr Videos bringen, wenn dann der Standalone-Modus funktioniert, der jetzt noch nicht funktioniert, und wenn dann Wireless funktioniert, ne, was jetzt auch noch nicht funktioniert. Das gibt's alles noch in der Zukunft hier auf dem Kanal. Jo, das war's. Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und ich freue mich darauf, euch im Discord-Server und im Kommentarbereich und im nächsten Video wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss.